Mann. Bin ich hier ein Hausmeister oder was? Ich muss das Licht jetzt kontrollieren. Hier brennt nur der 3D-Drucker. Warte, also warum ich? So, hier brennt Licht. Ha. Gott verdammt, wo schalte ich es jetzt aus? Wo zur Hölle schalte ich es jetzt aus? Kein Schalter, kein Stecker raus oder was? Stefan, du bist ein richtiger Meckerpott, weißt du das? Ja, ach so, wie? Du bist mir hinterhergelaufen, hast nichts gesagt? Ja, ich habe gedacht, ich lasse dich einfach mal. Wo du gerade sagst, Thema Licht, ja. Energie sparen, ne? Da bist du ja voll dabei. Ich bin quasi der Sparer schlechthin, ich muss ja hier alles ausschalten. Ja, und jetzt zeige ich dir mal was, wo du das nicht mehr ausschalten musst, sondern wo das automatisch passiert. Okay. Moin zusammen. Moin. Smart Home und Smart Business dürfte keinem von uns mehr fremd sein. Ja. Ist längst überall angekommen und es gibt auch zig Möglichkeiten, zig Hersteller, die sich da schon etabliert haben. Wer sich jetzt allerdings auf Apple HomeKit basierend da irgendwo einrichten möchte, der sollte auf jeden Fall mal die Produkte von Eve näher in Betracht ziehen. Ich habe ja auch schon mal so ein paar Sachen vorbereitet. Wir werden uns nicht alle Eve-Produkte anschauen können, deswegen habe ich einfach mal so zwei, die besonders interessant sind, rausgesucht. Und ja, wir werden das nicht nur über die App steuern heute, wie man das so kennt, ne? So ein bisschen hier rüberwischen und dann ändert sich die Lichtfarbe, sondern wir können dann auch noch Räume anlegen, Szenarien anlegen, automatisieren. Der HomePod wird eine kleine Rolle spielen, also da gibt es auf jeden Fall ganz viel Input, der aber trotzdem am Ende mündet in ein sehr simples Bedienkonzept. Das klingt für mich als Android-Nutzer ja sogar interessant. Da würde ich sagen, legen wir doch mal los. Ja, ich habe hier schon mal ein paar Geräte vorbereitet. Was brauchen wir denn heute überhaupt? Ja, das iPad sehe ich ja schon mal. Genau, iPad brauchen wir. iPhone würde natürlich auch gehen. Ja. Ich habe mich jetzt aufgrund des größeren Displays für ein iPad entschieden. Dann natürlich, wenn wir das mit Eve machen wollen, noch ein paar Eve-Geräte. Da haben wir, wie gesagt, einmal einen LED-Lichtstreifen. Den gebe ich dir auch schon mal rüber. Den kannst du gleich auspacken. Okay. Und eine Steckdosenleiste, eine smarte. Die kannst du auch gleich auspacken. Ich gebe dir direkt mal alles aus der Hülle holen. Ja? Die ist schwer, die ist auch sehr, sehr gut verarbeitet. Oh ja. Also, das Gewicht hinter. Da ist auch nicht Elektronik drin. Das zentrale Element von dieser Apple HomeKit-Welt ist aber die App, die sich einfach nur Home nennt. Geht natürlich auch für Business, auch wenn die Home heißt. Yeah. Das ist dann das Interface, was man zu sehen bekommt. Es gibt natürlich auch noch eine reine Eve-App, ne, wenn man sich damit jetzt beschäftigen wollen möchte. Der Vorteil daran ist, wenn man die wirklich benutzen will, diese Eve-App, man kann auch alle anderen HomeKit-Geräte einbinden, also egal von welchem Hersteller. Okay, das heißt also, ich bin wirklich herstellerunabhängig unterwegs? Und mit HomeKit bist du immer herstellerunabhängig. Du bist halt, wie gesagt, nur bei deinen Geräten, auf denen du steuern möchtest, an Apple gebunden. Okay. Ansonsten komplett frei, auch bei den Apps, die du verwendest. Ich verwende aber der Einfachheit halber die Apple Home App. So, wir sehen hier jetzt auch relativ easy in der Bedienung. Ich kann jetzt auswählen, möchte ich ein Gerät hinzufügen. Wenn ich schon was drin hätte, dann würde ich jetzt zum Beispiel hier sehen, welche Räume ich schon eingerichtet habe und welche Automatisierungen ich da schon gemacht habe. Wir müssen natürlich gleich aber erstmal ein Gerät einrichten. Ja. Da warte ich jetzt eigentlich nur noch auf dich. Was möchtest du als erstes einrichten? Mach hier mal den LED-Streifen einmal fertig. Cool. Achso, fertig mal. Du hast deine Handlanger. Fertig mal. Ich gebe Ihnen das so rüber. Ein großer Vorteil übrigens noch. Viele fragen sich jetzt sicherlich, na gut, HomeKit, welches Protokoll ist das denn eigentlich? Ist das Bluetooth? Ist das WLAN? Was benutzt das? HomeKit ist wirklich ein komplett eigenes Apple-Protokoll. Also dieses HAP-Protokoll. Ich verbinde eigentlich mein Endgerät, iPhone, iPad mit dem WLAN und kann dann über dieses Apple-eigene HAP-Protokoll alle Geräte, die HomeKit unterstützen, einbinden. Ne? Okay. Hast ja auch gesehen auf der Verpackung, da ist unten immer so ein kleines Zeichen drauf. Richtig. Geeignet für Apple HomeKit. Apple HomeKit. Und dann weiß ich, das funktioniert problemlos. Ist übrigens Ende zu Ende verschlüsselt. Also auch für Hacker, die da vielleicht sich mal dran zu schaffen machen möchten, keine Chance. Unattraktiv. So, dann habe ich das hier mal soweit alles raus und enttüdelt, entwirrt. Einfach rein gesteckt und dann die Seite direkt. Gibt es hier eine Codierung oder sowas? Nee, nichts, worauf ich achten muss. Ich glaube, das kannst du einfach so. Okay. Ist ja easy to use. Easy to use. Easy for me. Genau. So, dann habe ich dir das hier schon mal alles zusammengesteckt. Das muss ich mich ja auch noch anstrengen hier. Ne? Was ich übrigens auch gleich noch brauche, während ich hier mal den Strom suchen gehe, ist der Karton. Vorsicht, halt mal fest bitte. Ja. Warum brauchst du den Karton? Weil du allgemein Karton sammelst? Altpapier sammle ich sehr gerne. Ah, okay, sehr umweltbewusst, der Lukas. In dem Fall kein Altpapier, sondern der große Vorteil bei diesen Eve-Geräten ist, und wahrscheinlich auch bei allen anderen Apple HomeKit-Geräten,
dass ich hier so einen QR-Code drin habe. Ja, okay. Siehst du den hier? Ja. Und den muss ich gleich einfach nur abscannen in meine Apple Home App und schon ist das Gerät hinzugefügt. Das ist so. Also ich muss hier gar keinen großen Brimborium machen. Ich kann mir hier der Einfachheit halber diese Karte auch mal rausholen. Dann können wir den Karton hier einfach mal auf die Seite stellen. Ich bin schon mal zum Altkarton. Genau. Jetzt mal besser nicht. Am Ende ist da doch was drin, was ich brauche. Dann kann ich jetzt hier einfach Geräte hinzufügen sagen. Das ist ja auch die einzige Taste, die ich aktuell drücken kann. Okay. Und er leitet mich hier eigentlich komplett durch. Also er sagt mir jetzt auch, ich soll bitte den Code abscannen. So, dann machen wir das jetzt auch mal. Na, komm her. So, jetzt hat er ihn. Ich muss ein bisschen näher ran. Ja, nicht, dass das Licht hier stört. Wichtig ist vorher, also die erste Amtshandlung bitte gleich ein bisschen dunkler drehen. Ein bisschen dunkler machen und vielleicht so ein bisschen ambient grün. Ja, weiß ist so ein bisschen steril. Ja, ja, so schnell kann es gehen. Da ist er schon, LED-Streifen. Ne? Mhm. Und ich könnte ihm jetzt hier auch noch ein paar Eigenschaften zuweisen, in welchem Raum er sich befindet, das machen wir aber gleich. Ich könnte ihn aus meinen Favoriten rausnehmen, warum aber? Bisher ist er voll mein Favorit. Ist er ja der Einzige, ne? Genau, der Einzige, ja. Ich mache erstmal hier fertig. So, jetzt könnte ich hergehen und kann ihn ausmachen. Ja. Und kann ihn durch Knopfdruck auch anmachen. Geht super schnell, habt ihr gesehen. Entnehme deinen Äußerungen, es ist dir zu hell. Bitte, ja. Kann, wenn ich hier einmal kurz drauf drücke, dann kann ich an- und ausschalten. Alles klar. Wenn ich gedrückt halte, dann komme ich in die weiteren Einstellungen. Alles klar. Das könnte man jetzt auch mit dieser Eve-App machen, ja, die wir vorhin erwähnt haben. Die ist einfach ein bisschen komplexer, man hat ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, ja, muss sich da aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr reinfuchsen. Ja, genau. Ja, ja. Da ist hier natürlich ganz simpel. Ne? Ich habe hier nur einen Regler, an dem kann ich drehen. Oh. So, jetzt aber. So, was machen wir denn mal? Mach den mal 35. Du siehst aus wie 35. Oh. Mach mal 35. Ja. Hä? Meine Sehkraft ist nur noch 35%. Wenn du das meinst. Willst du auch eine andere Farbe? Oh ja, mach mal. Weiß ist irgendwie so kalt. Ich könnte natürlich jetzt hergehen und könnte eine von den Standardfarben hier auswählen. Hier zum Beispiel so ein schönes Orange. Ambient. Oh, Ambient. Wunderbar. Oh, Weihnachtsbeleuchtung. Aquarium vielleicht. Oder grün haben wir gesagt. Ne? Grün, die Farbe der Hoffnung. Das finde ich toll. Zack. Na, ich könnte jetzt auch noch sagen, wie möchte ich das denn außenrum noch ein bisschen haben? Nee, wir machen grün. Nein, komm, wir machen grün, Stefan. Mach grün ist hübsch. Genau. Ja? Und da ist eigentlich schon alles, was ich damit machen kann. In der Zeit, in der ich weiter erkläre. Wollte gerade sagen, ich bin nicht mehr so geblendet, also mag ich mich jetzt auch ans Auspacken wieder genau, wagen. Bitte einmal die Steckdosenleiste auspacken. Ja. Wir haben eben kurz die Räume angesprochen. Die kann ich hier unten auch über die Schaltfläche Räume finden. Und dann sehe ich, ich habe zum Beispiel hier den Standardraum, ich habe das Wohnzimmer und momentan befindet sich mein LED-Streifen noch im Standardraum. Ich könnte jetzt aber auch sagen, mein LED-Streifen, der hängt ja im Wohnzimmer. Dann gehe ich hier oben einfach auf das Plus, sage nochmal Gerät hinzufügen. Dann könnte ich jetzt ein neues Gerät einfügen, wenn ich das möchte. Ich möchte ja aber gerne den LED-Streifen, den ich schon habe, da hinzufügen. Dann muss ich einmal hier hingehen. Einmal auf die Einstellungen, da wo ich eben auch schon war. Und jetzt kann ich ihm sagen, du bist nicht im Standardraum, sondern du bist im Wohnzimmer. Das ist auch ein Raum, der ist schon existent. Ich könnte mir jetzt beliebig neue Räume anlegen, je nachdem, wie viel Zimmer denn meine Wohnung, mein Haus, mein Büro, was auch immer hat. Mhm. Dann könnte ich gleich auch wieder Einstellungen vornehmen, möchte ich jetzt aktuell nicht. Er schiebt diesen LED-Streifen dann direkt ins Wohnzimmer und so kann ich meine Räume, egal wie viele Geräte ich hinzufüge, ordnen. Okay. So, ich habe die Steckdosenleiste schon mal hier rausgeholt. Ja. Ich habe dir sogar den Karton versteckt. Weißt du warum? Warum? Weil die nämlich auch immer den Strichcode direkt mit auf dem Gerät haben. Pfiffikus. Hammer, du bist oder? Ein Pfiffikus. Hammer. So, dann gibt man her. Genau. Nee, du kriegst nur den Stecker. Ich krieg. Ja, ich will den Strom nutzen. Na gut. Ich muss nochmal abtauchen. So, Strom ist drin. Schaffst du es alleine hoch, Alter? Ja, Mann. Ich muss gucken, dass ich mir nur den Kopf nicht andenke. So, ja, dann muss ich den jetzt aber hier toll abscannen, ne? Ja, da halte ich dir doch tatsächlich das Ding noch mal so hin. Zack. Guck mal, er sagt mir jetzt sogar hier, Licht im Wohnzimmer ist an. Oh. Ist ja praktisch unser Wohnzimmer. Das vergesse ich auch andauernd. Also ja, das ist praktisch, ich mag die App jetzt schon. Genau, so, dann gehe ich hier wieder auf das Plus-Gerät hinzufügen. Mal gucken, ob das so geht. Ich bin hier, muss noch ein Stück herkommen. Noch ein Stück. Ja, so, perfekt. Da hat er ihn schon. Und dann dauert das wieder ein paar Sekunden. Das ist auch recht gut verarbeitet, ne? Also wenn ich das jetzt hier so sehe, Aluminium außen. Mega, mega. Schaut euch das an. Also wirklich, das ist hier, ne? Hier habe ich auch nochmal die drei Knöpfe, dass ich da direkt manuell schalten kann.
Hinten drauf das Typenschild besagt auch, dass wir da Überspannungsschutz sogar mit dabei haben. Überspannungsschutz, ja, war auch das Symbol oben drauf, ne? Ja, richtig, richtig. Ja, also wirklich schönes Design und würde ich mir auch offen ins Wohnzimmer legen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, das kann man auch mal vorzeigen. Das ist auch durchaus. Ja, den musst du nicht irgendwie unterm Schrank verschwinden lassen oder so. Kann man auch als Deko-Objekt einfach mal so in der Wohnung stehen lassen. Nun übertreibst du. Zum Beispiel im Wohnzimmer. Er hat das Gerät ja mittlerweile hinzugefügt, ne, während wir uns jetzt darüber ausgelassen haben. Und ich könnte ihm jetzt hier nicht nur sagen, in welchem Raum er sich befindet, sondern auch, um was für einen Typ es sich handelt. Ne? Also ob das eine reine Steckdose ist, wo ich jetzt Ladegeräte von meinem Handy etc., Kaffeemaschine, sonst was dran habe. Oder ob ich da vielleicht eine Lampe, eine Leuchte dran angeschlossen habe, ob das also Licht ist. Du kannst im Vorfeld sagen, was du angeschlossen hast. Ich könnte ihm jetzt sagen, was ich daran angeschlossen habe. Ja gut, genau. Zum Wiederfinden dann nachher. Ne? Genau, ne? Das wird irgendwann dann auch unübersichtlich. Wahrscheinlich auch schon nachher für die Sprachbefehle, oder greife ich da zu weit vor? Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, okay. Wir müssen ja erstmal gucken, ob Siri dich überhaupt mag. Okay. So, schau mal, jetzt habe ich hier alle drei Steckdosen. Okay. Also nicht in einem Pulk, ne, dass ich jetzt sage, ich kann nur die Steckdosenleiste an sich ausschalten, sondern ich kann jetzt alle einzeln. Jede Buchse an sich ein- und ausschalten. Ne? Ein, aus. Ne? Ja, ich schalte mal. Eins aus, zwei aus, drei aus. Ja. Und alle wieder an. Man hört es auch. Ne? Fast ein Rhythmus erkennbar gewesen. Könnte ich auch ein bisschen Musik mitmachen. Stimme ein Lied. Du könntest einmal dein Handy einstöpseln. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist ständig nicht geladen. Genau. Müsste ich mir schon Vorwürfe anhören. Kindersicherung, ich kriege das nicht in den Stopp. Wir müssen einen Break machen. Kindersicherung? Ja. Du bist doch schon groß. Ne? Die übliche. So. Du hast eingestöpselt? Ja, lädt auch schon. So, jetzt drehe ich dir mal den Hahn zu. Mhm. Lädt nicht mehr. Doof. Und? Jetzt geht er wieder los. Ja. Und jetzt wieder aus. Kann man natürlich auch wunderbar seine Mitbewohner ärgern. Also mannigfaltige Möglichkeiten, um sich da auszutoben. Ich mach dir das mal aus. Jetzt frag mal Siri, ob sie dir bitte dann deine Steckdose anmacht. Warte. Schalte Steckdose 1 Handy an. Wie hast du das denn genannt, die Steckdose? Steckdose 1 einfach. Alles klar, okay. Schalte Steckdose 1 ein. Mann, Siri, was kannst du eigentlich? Guck mal, wie das Ding heißt. Eve Energy Strip 1. Vielleicht musst du ihr das einfach mal mitgeben. Vielleicht brauchst du mehr Informationen. Du darfst nicht immer nur so knauserig sein. Schalte Eve Energy Strip 1 ein. Aha. Guck mal. Funktioniert tadellos. Das ist aber auch komischerweise das, was meine Frau mir vorwirft. Sag doch mal, sprich doch mal ganze Sätze. aber Eve Energy Strip, das will doch kein Mensch sagen. Kann man das nicht auch irgendwie hübscher machen? Ich nehme, das ist dir zu kompliziert, ne? Ja, viel zu kompliziert. Wir probieren das mal. Wir können das ja umbenennen. Wie möchtest du das denn haben? Sollen wir das hier Stefans Smartphone. Handy. Smartphone. Wir sind im Jahr 2021. Ja, ein heißes Smartphone. Zack. Fertig. Guck mal, das Ding heißt jetzt Stefans Smartphone. Okay. Ich mach dir das nochmal aus. Ja. Und jetzt fragt Siri nochmal ganz lieb. Hey Siri, schalte Stefans Smartphone ein. Hoho. Guck an. Läuft. Ich bin begeistert. Ja. Guck mal, jetzt musst du dich nicht mal mehr bewegen, um dein Handy zu laden. Das passt zu mir. Wolltest du gerade noch sagen? Nein. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ich wollte nämlich nochmal auf die ganzen Funktionen rund um Szenarien und Automatisierung zu sprechen kommen, die wir so haben. Mhm. Siri haben wir ja schon gesehen, das ist ja schon ein Teil, Szenario, sag ich mal. Ne? Mhm. Also man sitzt zu Hause auf der Couch und kann einfach Licht an, aus, Steckdose an, ausschalten. Jetzt habe ich aber zum Beispiel folgende Situation. Du stehst morgens auf und muss erstmal rumgehen, dein Handy irgendwo einstöpseln, das Licht anmachen, die Kaffeemaschine anmachen. Und immer zur gleichen Zeit. Immer der gleiche Abfolge. Das will ja keiner. Nein. Das will ja keiner. So, dann füge ich mal hier eine neue Szene ein. Das kann ich über den gleichen Knopf machen, wie ich auch neue Geräte hinzufüge. Da habe ich dann auch den Punkt Szene hinzufügen. So, was passt denn am besten jetzt zu dieser Ausgangslage? Ich würde mal sagen, guten Morgen. Mhm. Ja. Zack. Und jetzt kann ich ihm sagen, was möchte ich denn dabei haben? Ne? Ich kann ihm sagen, ich möchte gerne den Lightstrip drin haben. Den möchte ich
morgens auf etwas heller dann irgendwie, ja, so, sagen wir mal. Nee, dunkler. Du musst doch erstmal dich akklimatisieren. Ja, wenn ich morgens gleich helles Licht anschalte, kriege ich Debris. Ja, wir machen den mal hier auf 25. Ja. Und möchtest du morgen auch ein anderes Licht? Hier sowas schön gemütliches, würde ich mal sagen, ne? Zack. So was mich sanft in den Tag hinein begleitet. Und jetzt könnte ich das auch schon so belassen, könnte sagen, morgens geht nur das Licht an. Mhm. Jetzt möchtest du aber morgens vielleicht auch noch dein Handy kurz aufladen, weil du das über Nacht ja meistens vergisst. Ich fände es geschickter, ich lade es über Nacht und morgens geht das einfach aus. Morgens geht's aus. Das können wir auch machen. Dann füge ich hier einfach über die Schaltfläche Stefans hinzu, Stefans Smartphone, und sage ihm, er soll das deaktivieren in dieser Szene. Könnte ich jetzt noch weitere Geräte hinzufügen, wenn ich noch mehr in meiner HomeKit-Umgebung habe. Hier belassen wir es aber dabei. Dann sage ich fertig und die taucht dann auch gleich hier oben auf. Ne? Also jetzt habe ich nicht nur meine einzelnen Geräte, sondern auch diese Szene hier oben. Und jetzt, pass auf, jetzt drücke ich hier einfach nur drauf. Zack. Licht geht an, genau. Handy geht aus. Handy geht aus. Los. Und fertig. Und wenn du jetzt das Haus verlässt, dann würdest du sagen, mach alles mal wieder weg. Ne? So wie es vorher auch war. Okay. Er schaltet dann aber die Steckdose nicht wieder ein. Wenn die aus ist, dann schaltet er sie nicht wieder ein, nur weil du die Szene jetzt deaktiviert hast. Aber den Zustand vom Streifen ändert er schon? Den vom Streifen, ja. Aber er ist ja, ich sag mal, es wäre ja Quatsch, wenn er jetzt eine Steckdose einfach wieder anmachen würde. Ah, okay, du aktivierst ja quasi auch nur die Szene und sagst dann wieder, ich deaktiviere die Szene und... Genau, alles schön. Man muss aber halt wirklich immer das iPhone oder das iPad an der Hand haben und muss trotzdem noch alles bedienen. Ne? Oder über Siri jetzt sagen, hier... Pass mal auf, wir probieren das jetzt nochmal aus. Aktiviere Szene, guten Morgen. Guck. Funktioniert. Das heißt, du könntest auch Siri sagen, was sie tun soll und dann geht das auch. Jetzt möchte man das ja aber noch ein bisschen weiter automatisieren. Du möchtest ja jetzt sagen, das ist zum Beispiel jeden Morgen um 7.30 Uhr soll das passieren oder jeden Abend um 19.30 Uhr soll was anderes passieren. Oder wenn ich das Haus verlasse, wenn ich nach Hause komme. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das ist dann auch die dritte und letzte Schaltfläche in dieser App, nämlich Automation. Ich könnte mit zum Beispiel dem HomePod oder einem Apple TV verschiedene Automatisierungen einrichten, wo ich dann wirklich sage, okay, wenn der Letzte das Haus verlässt mit seinem iPhone in der Tasche, dann geht das Licht aus, die Steckdosen gehen aus, alles ist aus. Und wenn der Erste nach Hause kommt, kann ich ihm auch sagen, mach alles wieder an. Das geht dann rein über die registrierten iPhones, die sich in diesem WLAN und in dieser Umgebung befinden. Okay. Oder iPads oder was auch immer. Ne? Und da wir den HomePod jetzt aktuell nicht einrichten können, Apple TV haben wir auch keins da, das macht aber nichts. Wir können nämlich auch das iPad als Kommando- oder Steuerzentrale einrichten. Dann muss es halt nur immer zu Hause oder im Büro bleiben. Also es muss dann da in dieser Umgebung liegen bleiben. Okay. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier über die Einstellungen, machen wir das mal. Da gibt es unten dann den Punkt von der Home-App und da kann ich ihm jetzt sagen, dieses iPad als Steuerzentrale benutzen. Dann habe ich die gleiche Funktionalität, was das HomeKit angeht, wie wenn ich den HomePod habe. Verzichte natürlich auf die ganzen anderen Annehmlichkeiten, ne? Wie Sprachsteuerung über eine zentrale, ja, über diesen zentralen HomePod oder ähnliches. Es würde aber gehen. Und jetzt kann ich ihm, jetzt ist das auch nicht mehr ausgegraut, ne, sondern jetzt kann ich ihm sagen, neue Automation erstellen. Und jetzt könnte ich hier, wenn Personen nach Hause kommen, wenn Personen den Ort verlassen, zu einer bestimmten Tageszeit, wenn ein Licht gesteuert wird, also wenn du ihm sagst, das Licht wird eingeschaltet, dann macht er automatisch auch noch andere Sachen. Ganz viele Möglichkeiten, das zu personalisieren. Also da würde ich sagen, ist auch für deine Anwendung, die du zu Hause oder im Büro hast. Für jedermann Anwendung. Überall was ich habe ja dann quasi eine Automatisierungssteuerung quasi. Genau. Und mit Siri hast du jetzt auch eine gute Freundin, die versteht dich ja jetzt auch. Ja, ja, endlich mal. Eine Frau, die mich versteht. Ja, das war es eigentlich schon. Also ne, du siehst, man kann sich hier austoben, Räume anlegen, Szenarien anlegen, Automationen, neue Geräte, also... Man kann sich da richtig schön drin austoben. Genau, auch wenn es eigentlich, man denkt ja erstmal eine relativ beschränkte Umgebung ist mit HomeKit. Kein Problem. Man hat so viel Auswahl an den Geräten und an den Möglichkeiten, was man hier machen kann. Da ist für jeden was dabei. Ja, ich muss es einfach nochmal anbringen als passionierter Android-Nutzer. Es ist wirklich hammer easy einzurichten, muss ich sagen. Ja. Du kaufst dir einfach deine Geräte, die du einbinden willst, egal ob jetzt von Eve oder von einem anderen Hersteller. Ja. Eben kannst sie direkt über die App steuern, du kannst dir deine Räume fertig machen, du kannst Szenarien anlegen, automatisieren, also
dir sind da wirklich kaum Grenzen gesetzt, auch wenn man erstmal denkt, das ist ein relativ geschlossenes System, ist es eigentlich gar nicht. Ne? Also man hat da wirklich viele Freiheiten. Ja, insgesamt eine runde Sache. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wieder über einen Daumen hoch. Lasst uns ein Like da. Ja, die Kommentare natürlich auch nicht vergessen. Abonnieren auf jeden Fall und die Abo-Glocke. Sonst verpasst ihr nämlich weitere spannende Videos. Auf das Glöckchen klicken, ansonsten geht euch da richtig was durch die Lappen in Zukunft. Genau, dranbleiben. Bis dahin sagen wir auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Siri, schalte komplett aus. Was war das denn jetzt? Ja. Wie hast du das denn? Weil du das so gut erklärt hast, konnte ich das gleich selber einbinden. Jetzt muss ich komplett aus. Yo.